Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Dragon Ball Super Diskussion. Ja, Betonung liegt auf Diskussion, ging ja im letzten Video ein bisschen nach hinten los, aber egal. Und es dreht sich um den Ultra Instinct Omen Super Duper Goku, also die neue Form oder doch Transformation von Goku. Das heißt, es ist ein Diskussionsvideo. Ich möchte hier mit euch über ein paar Sachen von Folge 109, 110 von Dragon Ball Super sprechen, die mir aufgefallen sind. Und das Ganze halt Richtung dieser neuen Form von Goku bringen. Das heißt, es war eine sehr interessante, ein sehr, sehr cooles Special, meiner Meinung nach. Richtig geil gemacht, gut gezeichnet, coole Story, ein bisschen Pacing-Issues. Das bedeutet, manchmal fand ich, es ging ein bisschen langsamer, aber es waren nur so ganz kleine Augenblicke. Und es gab ein paar coole Sachen, die ich dort gesehen habe, die sehr, sehr viele Ansätze hatten zu dem, wie Dragon Ball Z war und wie der Höhepunkt von Dragon Ball Z eigentlich passiert ist. Denn viele von euch, ich weiß gar nicht, ob sie es wissen, Dragon Ball Z sollte nach der Freezer-Saga eigentlich vorbei sein, weil es aber so erfolgreich war. Haben halt auch Toei Animation und die Editoren Toriyama dazu mehr oder weniger animiert, doch weiterzumachen. Und dazu kommen wir auch, denn ein paar Sachen sind sehr interessant im Special gewesen. Und natürlich Ultra Instant Goku, was einfach mal genial war. Der Kampf war geil und alles drum und dran. Das heißt, in diesem Video geht es so ein bisschen um Kleinigkeiten. Und ich fange mal tatsächlich mit der Folge 109 an. Denn ich habe von vielen gehört, dass diesen ganzen Kampf mit der Re-Brienne am Anfang, dass viele sagten, das ist doch komplett sinnlos. Man hat gemerkt, okay, das Ganze ging ein bisschen hin und her. Und Goku hat sie dann letztendlich kurz Blue und Bam weggeschossen auf Tsujirens Füße, damit der eigentliche Endkampf oder der eigentliche Hauptkampf stattfindet. Was ich aber interessant an dieser ganzen Konstellation fand, war, dass der Kampf gegen Re-Brienne eigentlich dazu genutzt wurde, den Zuschauern zu zeigen, dass das, was Goku später machen möchte, erlaubt ist. Denn Re-Brienne hat nichts anderes als außer Energie von jemandem von außerhalb des Ringes genommen, um sich selbst ja weiterzuentwickeln zu Super Re-Brienne. Naja, eigentlich das gleiche mit Flügeln. Und dann ihre eigene Genki-Dama zu machen in Herzform. Und das hat sie gemacht, dafür gab es keine Penalty und deswegen wussten wir als Zuschauer, hey, wenn sie das darf, dann gibt es auch kein Problem mit Goku später. Denn eigentlich wissen wir ja von den Regeln, dass sie nur Techniken nutzen dürfen in dem Ring, die vom Kämpfer selber ausgehen. Eigentlich ist die Genki-Dama dafür nicht gedacht, denn er leiht sich Energie auch von den Leuten von Universum 7, die eben schon ausgeschieden sind. Ich habe mich sowieso gefragt, warum Beerus nicht einfach den Arm hochgehalten hat, weil ich glaube, die wäre dann ziemlich krass gewesen, aber vielleicht kann er das gar nicht, aber dazu kommen wir gleich. Es war ein sehr interessanter Kampf gegen Jiren und dort haben wir auch gesehen, wie ein bisschen die Charaktere miteinander, harmonieren. Goku hat versucht, Jirens Kraft zu messen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene so bewusst wahrgenommen habt, denn zuerst hat er im Baseform Kamehameha gemacht, der Jiren noch nicht mal irgendwie berührt hat. Das ist ja vor ihm schon geblockt worden. Dann ist er in Super Saiyajin 1 gegangen und konnte ihn immer noch nicht berühren. In Super Saiyajin 2 konnte ihn physisch schon ein bisschen berühren und dann war es sehr interessant, dass er sofort in Super Saiyajin God gegangen ist und nicht in Super Saiyajin 3. Und Toriyama, Toyotaro und auch Toei Animation haben am Anfang von Super bereits gesagt, dass wir Super Saiyajin 3 nicht so oft sehen werden. Was ein bisschen schade ist, weil ich finde, es ist eine sehr coole Transformation, obwohl es eigentlich eine dämliche Transformation ist, weil sie ja nicht langfristig aufrechterhalten werden kann. Nichtsdestotrotz haben wir da gemerkt, diese Transformation ist in Super nicht mehr wichtig, denn er hat sie noch nicht mal genutzt. Das heißt, er ist von Super Saiyajin 2 zu Super Saiyajin God zu Super Saiyajin God Super Saiyajin oder wie wir es auch nennen, Super Saiyajin Blue gegangen. Und man hat gemerkt, als er zu Blue gegangen ist, okay, jetzt geht's los, denn die Blue-Verwandlung war nicht diese billige Verwandlung, die wir zwischendurch immer sehen, sondern die erste Originalverwandlung von Resurrection of F, wo man diese kleinen Partikel gesehen hat in Blau, die um ihn herumgekommen sind und ihn dann direkt in diese Form gebracht haben. Fand ich sehr, sehr cool gemacht. Umso cooler fand ich, dass Jiren letztendlich die ganze Zeit da nur stand und sich gedacht hat, mach du mal. Und Krillin hat außerhalb des Ringes dann auch uns Informationen gegeben, was Goku da eigentlich macht. Bedeutet, Krillin, also ich nenne sie die Glatzkopf-Crew, Krillin, Tenshin Han und Muten Roshi, sind nur dafür da, um Exposition zu bringen. Exposition bedeutet, sie sollen uns den Zuschauern erklären, warum Sachen gerade passieren. Denn gerade mit Goku ist es ja so, dass viele von uns, die Fans, sagen, ey, warum geht ihr nicht gleich Blue und ballert alle weg? Und das ist denen natürlich den Magern von Dragon Ball Super bewusst und sie versuchen ein bisschen auf dieses Feedback einzugehen, indem sie Krillin erzählen lassen, oh ey, er testet gerade die Stärke, er möchte wissen, wie viel Kraft muss er aufwenden, um gegen Jiren überhaupt anzukommen und man hat gemerkt, er muss all seine Kraft aufwenden und die reicht noch nicht mal. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterspringen im Kampf, also er geht Blue, er greift Jiren an, Jiren hat bis dahin nicht ein Wort gesagt, was sehr cool war.
Und dann kriegt er so richtig aufs Fressbrett. Und zwar, er hat überhaupt keine Chance. Und dann haben wir die erste Parallele zu der Namek-Saga. Denn irgendwann in dem Kampf, als Goku schon fast kurz rausgeflogen ist und wieder zurückkommt, oder ich glaube, nee, dann ging schon die Genki-Dama los, aber als er raus ist und also er mit ihm kämpft, haben wir zwischendurch gesehen, wie er kurz in den Kaioken-Blue-Modus gegangen ist. Und ich meine, ja, das war Krillin, der gesagt hat, ja, aber er ist zwar noch nicht so wirklich in den Kampf und Jiren scheint stärker, aber hat ja noch die Blue Kaioken times 20, also die 20-fache Kaioken im Blue-Stadium. Und ich meine, es ist Beerus, der zu ihm sagt, ja, das benutzt er schon die ganze Zeit. Und dann denken wir so, oh mein Gott, wie soll das ausgehen? Das ist das Beste, was Goku machen kann. In der Namek-Saga, in dem Kampf gegen Freezer, ist es genau das Gleiche gewesen. Ich meine, damals war es die 10-fache Kaioken oder vielleicht war es auch die 20-fache, das ist schon wirklich viele Jahre her. Und das war genau dieselbe Sache. Krillin hat gesagt, Goku sollte mit seiner neuen Kraft, mit dem, was er erreicht hatte im Kampf gegen Freezer, diese Kaioken nutzen könnte. Und Piccolo hat ihm gesagt, er benutzt es schon die ganze Zeit. Oder Meister Kaio, das bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber das war eine 1:1 Parallele zu dem Freezer-Kampf, was ich sehr cool fand. Meine Frage an euch ist auch, habt ihr das auch so gesehen? Habt ihr diese Parallele sofort gezogen? Oder habt ihr es gar nicht so wahrgenommen? Dann wissen wir ja, Goku wird fast rausgeschmissen, kommt wieder und sagt zu Jiren, okay, nee, vorher noch eine andere Sache. Der erste Satz von Jiren ist, er hat Goku auf den Boden gedrückt, wirklich so, ich bin hier der Boss, hebt ihn hoch und sagt, es ist vorbei. Und verpasst ihn aber sowas von einem Schlag in den Bauch, dass dieser Gesicht von Goku dabei, ich glaube, das wird noch ein Meme, weil es einfach gezeigt hat, Goku hat nicht den Hauch einer Chance. Dann fliegt er fast raus, kann sich aber gerade noch retten, kommt rein und sagt zu Jiren, okay, ich zeige dir meine stärkste Attacke. Und Jiren ist auch noch so nett und sagt, nimm dir deine Zeit, die du brauchst, ich warte. Und hier kommt eins der größten Probleme, die ich mit dieser Folge und mit der darauf folgenden Verwandlung und ähnliches habe. Goku geht in Baseform zurück, um die Genki, also Lebensenergie zu sammeln, um die Genki-Dama zu machen zu können. Soweit alles gut. Krillin ist sogar noch so nett und erklärt uns, warum er in die Baseform zurückgeht, denn sobald er Super Saiyajin ist, ist er nicht mehr pur, er ist nicht mehr rein, das heißt, er hat etwas Böswilliges in sich, aus dem Grund muss er in seiner Baseform sein. Und hätte er das nicht gesagt, würde ich noch sagen, okay, ich könnte mit dem Kampf gegen Jiren in diesem Bereich leben, aber das hat mich wirklich ein bisschen gestört, denn er sammelt die Energie und wirft seine Genki-Dama dann auf Goku zu. Auf Jiren zu. Und wir haben natürlich gemerkt, okay, Jiren stoppt es mit nur einer Hand, Goku geht blue und dann geht das Ganze erstmal ein bisschen hin und her. Und da habe ich schon mein erstes Problem. Warum macht er das überhaupt? Eigentlich sollte die Genki-Dama nichts gegen Jiren ausrichten können, weil Jiren ist kein böses Wesen. Wir wissen, dass Jiren zu den Pride Troopers gehört und somit zu den Jungs, die eine Galaxie sauber und reinhalten. Ich sag mal nur, Justice ist deren Motto, sie wollen Gerechtigkeit bringen. Das bedeutet, Jiren ist ein guter Mensch oder ein gutes Wesen oder er sollte es zumindest sein. Das bedeutet, dass die Genki-Dama gar nichts ausrichten könnte, denn wir haben schon im Kampf gegen Vegeta gelernt, die Genki-Dama kann nur böswilligen Wesen etwas zu anhaben. Deswegen konnte Gohan das Ganze auch reflektieren, als Krillin die verschossen hat, als er Vegeta versucht hat zu treffen. Und das ist mein Problem. Warum denkt Goku überhaupt, das funktioniert, wenn er ihm eigentlich bewusst ist, dass Jiren kein schlechtes Wesen ist? Und da zerfällt das Ganze ein bisschen für mich. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber da bin ich sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Ob ihr es ähnlich gesehen habt oder ob ihr sagt, nö, sehen wir anders. Und wenn ihr es anders seht, schreibt mir gerne unten rein, warum ihr es anders seht, weil mich als langjähriger Dragon Ball Fan, für mich bringt das ein bisschen Bruch in die Art und Weise, wie die Genki-Dama immer erläutert worden ist. Und naja, auf jeden Fall, was daraus folgt, ist natürlich super geil und ich finde es geil, dass es passiert ist. Das Ganze ging ja ein bisschen hin und her und das ist das, was viele dann nicht ganz verstanden haben, was genau passiert ist. Denn ich hatte in eins von meinen Videos auch gesagt, ich bin ja davon ausgegangen, dass Goku die Energie der Genki-Dama aufsaugt und somit diese neue Kraft erlangt. Das ist aber nicht wirklich so passiert. Sie haben ja das Ganze hin und her geschoben und irgendwie wurde aus der positiven Energie ein schwarzes Loch, in welches Goku aufgesaugt wurde und in dem er dann die volle Energie der Genki-Dama abbekommen hat. Und was dann genau passiert ist, ist ja eigentlich, dass seine Urinstinkte ihn dazu gebracht haben, in diesen neuen Ultra-Instinct-Mode zu gehen. Und damit können wir schon mal anfangen, dass der neue oder diesen Modus, den er erreicht, es ist nicht wirklich eine Verwandlung, es ist mehr ein Zustand. Und das wird aktuell viel in der Community diskutiert, was ist es eigentlich? Ich persönlich, und das ist meine eigene Meinung, schreibt eure gerne unten rein, ich glaube, es ist ein Zustand, den Goku
erweckt hat, indem er halt in dieser sehr, sehr starken Lebensgefahr war. Die Genki-Dama selbst hat ihm nur Energie dann zusätzlich gegeben, damit er halt gegen Jiren dann kämpfen kann und auch diesen kurzzeitigen Ausdauer-Power-Up hatte, denn er war eigentlich ja komplett durch. Das heißt, den Kampf, den wir darauf folgend gesehen haben, dieser Kampf konnte nur stattfinden, weil er den Ultra Instinct Mode erreicht hat und die Energie der Genki-Dama ihm auch ein bisschen Power gegeben hat. Das ist nicht, dass die Energie selbst die Verwandlung verursacht hat, sondern mehr diese Nahtoderfahrung. So ungefähr hat es auch Ruiz erklärt. Dieser Ultra Instinct Mode oder Omen, wie er auch teilweise, glaube ich, bei Figuren genannt wird, die bereits angekündigt wurde, der ist ja nichts anderes als das, wovon Whis bereits damals im Resurrection F Arc, als sie trainiert haben und wir Blue zum ersten Mal gesehen haben, gesprochen hat. Dass diese Saiyajins oder dass die Wesen, die kämpfen, nicht mehr nachdenken, sondern instinktiv handeln. Das heißt, dass sie bevor überhaupt nachdenken, ich möchte jetzt einen Schlag machen oder ich möchte ausweichen, dass der Körper es automatisch macht. Und wenn wir uns das Ganze genau anschauen, bin ich persönlich stark der Meinung, dass Goku, während er im Unterinstinkt war, überhaupt nicht Goku war. Goku Gohan hat gesagt, Vater bewegt sich anders. Er bewegt sich, wie er sich noch nie bewegt hat. Ich sehe ihn gar nicht. Und wir haben gemerkt, er hatte diese silbernen Augen. Er hat geschrien mit einer Mischung aus seiner Stimme und dieser Osaru-Stimme, also vom Wehraffen. Und er hat sich wirklich anders bewegt. Ich bin ganz stark der Meinung, dass Goku, als das passiert ist, dass er ohnmächtig geworden ist und sein Körper angefangen hat, von alleine zu reagieren. Denn wenn ihr es gemerkt habt, Goku hat nicht ein Wort gesagt in dem ganzen Kampf, was selbst für Goku ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz außergewöhnlich ist, aber vielleicht dieses, ich werde dich jetzt töten oder ähnliches, irgendein Spruch hat er normalerweise. Das heißt, sein Körper hat mit der Energie der Genki-Dama und halt dieser Naturerfahrung hat er diesen Mode erweckt und hat von da an selbstständig einfach angegriffen und ist ausgewichen. Und wir haben auch gesehen, als Goku wieder zur Besinnung gekommen ist, dass die Form langsam aber sicher ja verloren gegangen ist und dann im letzten Schlag gegen Jiren hatte er die komplette Form verloren, wäre fast getötet worden. Dann kam Hit, als Jiren noch zum letzten Schlag ausholen wollte, hat den geilsten Spruch von ganz Dragon Ball Super gebracht. Falls ihr es nicht gesehen habt, Jiren dreht sich zu ihm und sagt, Assassine von Universum 6, was machst du hier? Und er guckt ihn ganz trocken an und sagt nur, mein Job. Und ich sagte mir, ja, läuft. Hit ist sowieso der geilste Charakter. Also viele finden Goku Black, Beerus, Goku geil. Ich persönlich bin ein Hit-Fan, weil Hit ist richtig cool. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Meiner Meinung nach wird Goku es schaffen, bewusst in diese Form einzutreten und er wird es auch schaffen, diese Form mit einer Transformation zu verknüpfen. Bedeutet, ich sehe diesen Ultra Instinct Mode mehr als so etwas wie der Kaioken, was nicht wirklich eine Verwandlung ist, sondern ein Power-Up, eine Form, die er nutzen kann, denn die er auf Verwandlungen aufstacken kann, mehr oder weniger. Aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Zum Ende hin zwei Sachen noch. Erstmal Jiren. Viele sagen sich, okay, wie stark ist Jiren eigentlich? Jiren ist ja, es wurde in den zwei Folgen auch bekannt gegeben, dass Jiren stärker ist als einige Götter der Zerstörung. Dass es eben dieser Fabelwesen ist, von dem gesprochen wurde, dass es in den Universen ein Wesen gibt, der als Mensch oder als normales, sterbliches Wesen stärker ist als Götter der Zerstörung und das ist Jiren. Und ich persönlich glaube, Jirens Konzept ist genau dasselbe Konzept, was Superman hat. Superman ist so stark, wie er sein muss. Superman hat eigentlich keine Grenzen. Deswegen ist auch ein Goku vs. Superman-Kampf immer ein bisschen sinnlos, weil Gokus Prinzip ist ja, stärker zu werden, um den Gegner zu besiegen. Und Supermans Prinzip ist, so stark zu sein, wie er sein muss, um einen Gegner zu besiegen. Weil Superman ist eigentlich unendlich stark. Und ich glaube, Jiren ist genauso stark, wie er sein muss, um seinen Gegner zu besiegen. Und hat diesen Superman-Prinzip in sich. Wie er besiegt werden kann, ob er überhaupt besiegt werden kann, das frage ich mich wirklich, denn auch Belmont, glaube ich, heißt der Gott der Zerstörung vom Universum 11, sagte, Jiren kann nicht besiegt werden. Wobei er zwischendurch ein bisschen Schiss hatte, dass Goku mit seiner neuen Form das doch schaffen konnte. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr glaubt, ob ihr sagt, ja, Jiren wird besiegt werden von XYZ, ja, von der Fusion von Ultra Instinct Goku mit Ultra Instinct Vegeta zu Super Saiyajin 7 Ultra Instinct Gogeta, keine Ahnung. Oder ob ihr tatsächlich glaubt, Jiren wird gar nicht im Normalfall besiegt, sondern dass es auch diese Theorie gibt, dass der Grand Priest eigentlich böse ist, was auch mit einer geschnittenen Szene ein bisschen was zu tun hatte. Vielleicht werde ich darüber in einem anderen Video sprechen. Nichtsdestotrotz, Jiren, ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil selbst im Ultra Instinct Mode, es war jetzt nicht so, dass Goku komplett die Oberhand genommen hat. Er hat zweimal getroffen, glaube ich. Und ja, er hat die Form erst bekommen, war natürlich schon ziemlich kaputt. Ich glaube, ein Rematch wird ein bisschen anders ablaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Form tatsächlich genug ist, um Jiren zu besiegen. Und der letzte Punkt ist die letzte Szene.
Die letzte Szene, viele, naja, also ich glaube, mittlerweile sollte jeder wissen, wo diese Szene herkommt, denn das ist wieder eine Parallele zu Namek. Denn selbst Freezer sagt es. Also, Goku war ja neben Vegeta, also komplett im Arsch ist und keine Ahnung mehr hat, was passiert ist. Was natürlich wieder zu meiner Theorie, dass er ohnmächtig war, passt, weil Goku kann sich überhaupt nicht dran erinnern, was genau passiert ist. Ich glaube, Goku hat sich weggeportet und Freezer hat ihn gefunden. Und die Szene ist 1:1 von der Namek-Szene genommen, wo Goku Freezer Energie gibt. Denn ihr müsst darauf achten, dass Freezer nicht wie gewohnt seinen Strahl mit einem Finger macht, sondern dass er die ganze Hand nimmt und sie mehr oder weniger auf Goku zuhält. Und er sagt, das bringt Erinnerungen zurück an Namek. Das heißt, Freezer wird Goku einfach nur Energie geben, damit er weiterkämpfen kann. Und Freezer hat bestimmt selber die ein oder andere Idee, was er mit Goku und grundsätzlich mit allem noch machen möchte. Ich muss insgesamt sagen, diese zwei Folgen waren für mich genau das, was ich erwartet habe und ein bisschen mehr. Es gab ein paar Inkonsistenzen, gerade mit der Genki-Dama, da bin ich mir einfach nicht sicher, wie ich das nehmen soll, weil eigentlich passt es nicht zu dem, was wir wissen von dieser Technik. Nichtsdestotrotz, ich finde die Ultra-Instinct-Verwandlung oder Form sehr cool. Ich bin gespannt, wohin das Ganze geht, denn Dragon Ball hat immer das Problem gehabt, es kommt ein neuer Gegner, wir müssen stärker werden. Und dann gab es irgendeine neue Verwandlung und damit war der Arc dann vorbei. Dann gab es Fusion, was eigentlich auch, wir müssen stärker werden. Da gab es eine Verwandlung und der Arc war vorbei. Und hier versuchen sie zumindest ein bisschen andere Wege zu gehen. Es ist nicht unbedingt nur ein Power-Up und eine Verwandlung. Ich fand, dass Muten Roshi in dem Turnier war, obwohl er schwach war, dass er mit anderen Techniken versucht hat zu helfen. Finde ich ein guter Ansatz, dass es eben nicht darum geht, immer nur stärker, stärker, stärker zu werden, sondern auch andere Konzepte, andere Ideen zu haben. Und ich hoffe, dass sie mit der Ultra Instinct nicht einfach sagen, ach ja, jetzt hat er es mit Super Saiyan God kombiniert, wegen den roten Flammen, die wir in den ersten Postern gesehen haben. Und jetzt ist er 10-mal stärker als Jiren und Jiren hat keine Chance. Ich glaube nicht, dass es dorthin führen wird. Ich glaube, es wird noch wirklich was passieren, womit wir bis dato nicht rechnen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Das soll auf jeden Fall mein kleines Gequatsche rund um diese Folgen gewesen sein. Wurde eigentlich schon länger, als ich dachte. Aber ich hatte wirklich Lust, mit euch darüber zu sprechen. Und ich interessiere mich sehr für eure Meinung. Also schreibt mir gerne sie unten rein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, falls euch dieses Video gefallen hat. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Super Diskussion Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.